Hallo, hier spricht das Krümelmonster. Hallo. Nein, hallo Leute, ich bin's wieder, Jenny from the Block. Ich bin am Weg ins Badezimmer und da habe ich, wie Lioness, beim Online-Otto-Versand diese Hartrockenhaube mit Ionentechnologie bestellt. Klingt ein bisschen nach Physik hier, wird's auch sein. Ich werde mir nämlich jetzt mal eine Haarwäsche gönnen, denn meine Haare haben schon ein bisschen nötig. Na dann, hurra die Gams. Panda-Bären-Look, juhu. Und jetzt muss ich mich andirndeln hier, nicht, dass mir hier die Voyeure anziehen. Der Turban darf natürlich auch nicht fehlen bei nassem Haar. Muss ich gleich mal schauen, hier das kurz mal trocken rubbeln. So, und jetzt müssen wir natürlich mal dieses Teil hier ansehen. Ist alles ein bisschen eine enge Geschichte hier natürlich, in meinem Mini-Bad, aber mit euch bin ich gerne im Bad. So, ich bin auch so ein ungeduldiger Mensch, das ist das große Problem. Ah, schon wie süß. Das Ding kommt daher in so einem Täschchen. Und das ist das Gerätchen. Find, ihr schaut doch aus wie ein Heißluftballon, oder? Ich finde, das Model schaut wahnsinnig begeistert aus. Ob ich auch jemals so glücklich aussehen werde? So glücklich wie dieses Mädchen? Werde ich immer so glücklich sein wie du? Und mal wieder eine Bedienungsanleitung. Ich liebe Technik. Ionic Care. Sicherheitshinweise überspringen wir. Kann man dieses Gerät nur mit Lockenwicklern verwenden? Ich habe nämlich keine Lockenwickler. Nein, man kann das also auch als Haartrockner verwenden. Dieses Ding hier dranhängen, da kommt nämlich so ein Mini-Föhn anscheinend. Da kommt dann so heiße Luft raus. Wie bei mir, wenn ich spreche. Ich habe immer keine Ahnung, ich bin einfach technisch nicht begabt. Ich sollte sowas nicht machen. Nehmen Sie die Haartrockner und die graue Halterung ab. Nehmen Sie die Haartrockner. Das ist ja die Haube, oder? Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten, lösen Sie die Halterung aus den beidseitigen Verankerungen. Ah ja. Mit Liebe geht's. Okay, so ist es nur ein Föhn, das ist ja öde. Also so ein Ding, da muss man das hier so dran draufpacken. Komm schon, Freunde. Moment. Jetzt aber. Ich habe das zwischen die Zehen geklemmt, damit das leicht ist. Mehr Power, oder was? Das ist ja lustig. Ja, witzig. Das fühlt sich urcool an. Eigentlich nur heiße Luft, die da durchgepustet wird. Ein Porsche steht im Wald, der liegt still und stumm. Sie hat auch kein rotes Fenster, sondern eine Ionisierungshaube um. Oh, das wird heiß. Oh, das wird heiß, das Ding. Am Kopf. So, nochmal. Also ich mache das mal ab, aber das macht meine Haare. Ja, schon trocken. Natürlich für Lockenwickler ist das natürlich mehr geeignet. Aber da hatte ich, glaube ich, wieder mal hier Pech beim Denken. Fest bin ich. Wahnsinn. Wie ein Fruchtzwerg. So, nochmal hier. Mehr Power. Geil. Ja, finde ich cool. Ich föhne mir meine Haare jetzt lieber mal so weiter. Ich finde dieses Teil, muss ich sagen, echt total lustig. Man sieht aus wie ein Fruchtzwerg. Vielleicht könnte man es auch hier als Badehaube verwenden. Genau meine Farbe. Jenny from the Block. Und ich gehe jetzt mit diesem Ding schlafen. Kiss, kiss. Bang, bang. Ciao. Wir sehen uns morgen wieder. Muah.